Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte wieder Platz. Ich eröffne die für die Mittagspause unterbrochene Sitzung und möchte Ihnen mitteilen, dass noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag von der Fraktion der Freien Demokraten. Respekt vor der Leistung unserer Landwirte wiederherstellen, Agrarpolitik auf wissenschaftliche Grundlage stellen. Das hat die Drucksache Nummer 1708 aus 20. Ich nehme an, die Dringlichkeit wird bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 82 und kann, wenn jetzt niemand widerspricht, nach Top 72 und 73 den gemeinsam aufgerufenen Aktuellen Stunden zu diesem Thema morgen früh aufgerufen und ohne Aussprache direkt abgestimmt werden. Das machen wir so. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag Fraktion SPD und DIE LINKE. Erste Hilfe an Schulen stärken, Drucksache 1709 aus 20. Auch hier bejahen wir die Dringlichkeit. Dann wird dieser Top 83 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Top 24 zu diesem Thema aufgerufen werden. Es regt sich kein Widerspruch. Damit steigen wir dann wieder in die Tagesordnung ein. Und ich rufe den Tagesordnungspunkt 53 auf. Antrag Fraktion CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Erweiterung von Hessens Nationalpark Kellerwald-Edersee. Drucksache Nummer 1638 aus 20. Die vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Und als Erstes hat sich Frau Feldmeier für Bündnis 90 Die Grünen gemeldet. Sie hat das Wort. Ich habe noch gar nichts gesagt. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich, dass unser Nationalpark Kellerwald-Edersee erweitert werden soll. Es ist eine Erweiterung um 1.950 Hektar vorgesehen. Damit wird der Nationalpark eine Gesamtgröße von über 7.600 Hektar haben. Das ist ein Gewinn für den Naturschutz, aber auch für die gesamte Region. Unser Nationalpark ist ein Flaggschiff für den Naturschutz. Er ist Lebensraum für zahlreiche seltene Arten wie Schwarzstorch, Uhu und Wespenbussard oder auch der veilchenblaue Wurzelhals-Schnellkäfer. Ich wette, von Ihnen kannte den keiner, aber er hat dort im Nationalpark Kellerwald einen letzten Rückzugsort gefunden. Und dieser Wurzelhals-Schnellkäfer gilt auch als Urwaldart. Deswegen weiß man auch, warum es so wichtig ist, dass es den Nationalpark gibt. Der Nationalpark ist geprägt von alten Buchen, die teilweise älter als 160 Jahre sind. Unser Nationalpark ist zudem als erster und einziger deutscher Nationalpark nach den strengen Richtlinien der Internationalen Union zum Schutz der Natur zertifiziert. Und ein Teil unseres Nationalparks gehört zum Weltnaturerbe Alte Buchenwälder Deutschlands, und das seit 2011. 5 Buchenwaldgebiete sind von der UNESCO in die Liste des Welterbes aufgenommen worden. Es sind die Waldgebiete der Nationalparke Hainich in Thüringen, der Kellerwald-Edersee in Hessen bei uns, Jasmund und Müritz in Mecklenburg-Vorpommern sowie das Waldgebiet Grumsim im Biosphärenreservat Schorfheide-Horin in Brandenburg. Sie repräsentieren die wertvollsten Relikte großer, naturbelassener Buchenbestände in Deutschland. Und ein Teil davon ist hier in Hessen. Das freut uns ganz besonders. Um das auch noch einmal deutlich zu machen, was das bedeutet: Mit dem Weltnaturerbestatus schaut die ganze Welt auf das, was wir hier in Hessen haben. Es ist sozusagen, und das meine ich jetzt nicht als Witz, es ist sozusagen das Great Barrier Reef in Hessen. Und deswegen freuen wir uns. Es ist kein Witz, es ist wirklich so wichtig. Weltnaturerbe, es ist so wichtig wie das Great Barrier Reef, und deswegen sollten wir uns darum kümmern, dass es erhalten bleibt. Und da wir wissen, wie es um die Natur, die Artenvielfalt und um unsere Wälder auf der Welt bestellt ist, ist es für uns eine besondere Aufgabe,
dieses Juwel zu erhalten und für die nachfolgenden Generationen so zu lassen, dass hier Natur Natur sein kann. Auch deshalb ist die geplante Erweiterung so gut und so wichtig. Und wenn man sich die Geschichte des Nationalparks in Hessen anschaut und die Auseinandersetzung um den Nationalpark, dann ist es nicht selbstverständlich, dass die Erweiterung hier jetzt so reibungslos verläuft. Wir Grüne haben immer für diesen Nationalpark in Hessen gekämpft. Das war aber ein steiniger Weg, bis es soweit war. Da gab es hier im Landtag, da war ich jetzt noch nicht im Landtag, aber so mancher von Ihnen hat vielleicht die Auseinandersetzung mitbekommen, da gab es hier im Landtag so manche Auseinandersetzungen. Und natürlich gab es diese Auseinandersetzungen auch in der Region. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, im Vorfeld dieser Rede ist mir zugetragen worden, dass es sogar einmal einen Minister gab, der unter Polizeischutz aus dem Kellerwald geleitet werden musste, weil das Ganze so heftig umkämpft war. Die einen von Ihnen wissen vielleicht, ob es so gewesen ist. Mir wurde es so zugetragen. Also das Ganze war, wie man sieht, heftig umkämpft. Und jetzt haben wir den Nationalpark, und er soll erweitert werden. Und ich finde, das ist ein großer Erfolg für uns alle. Und damals war es so, also als der Nationalpark in der Diskussion war und ausgewiesen werden sollte, dass erst einmal vielen klargemacht werden musste, dass Naturschutz nicht Luxus ist, sondern dass es Pflicht ist. Vielen musste erst einmal klargemacht werden, dass Naturschutz und die positive Entwicklung einer Region miteinander einhergehen können, dass es gut ist für die Region, wenn man einen Nationalpark hat. Und diese positive Entwicklung sieht man in der ganzen Region um den Nationalpark Kellerwald-Edersee. Er zieht Touristinnen und Touristen an. Das ist gut für die ganze Wertschöpfung vor Ort. Das schafft Identifikation mit der Heimat hier in Hessen. Und daher ist es umso schöner, dass die Erweiterung des Nationalparks jetzt im Einvernehmen mit der Region gelingen wird. Und dieses Einvernehmen gibt es, weil die Menschen vor Ort gesehen haben, dass es sich wirklich lohnt, einen Nationalpark zu haben. Dieses Muster kann man überall beobachten, wo ein Nationalpark ausgewiesen werden sollte. Erst heftig umkämpft, und wenn man ihn dann hat, dann freut man sich darüber, und dann ist es ein Erfolg. Von der Erweiterung des Nationalparks werden alle profitieren. Sanfter Tourismus und Naturschutz gehen hier Hand in Hand. Die großen Wanderwege sollen erhalten bleiben, auch die Wasseroberfläche des Edersees. Und die Campingplätze können weiter touristisch genutzt werden. Man sieht also Mensch und Natur in Einklang. Das funktioniert zusammen dort oben in Nordhessen. Und für den ganzen Prozess der Erweiterung ist eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, wo eben auch alle Vertreterinnen und Vertreter der Region aus dem Naturschutz, aus dem Tourismus und der Land- und Forstwirtschaft eingebunden sind. Unsere Umweltministerin hat so einen wichtigen Beteiligungsprozess gestartet. Diese gute Einbindung ist auch der Grund für die große Unterstützung vor Ort. Ich möchte mich jetzt schon bei allen bedanken, die sich an diesem Prozess beteiligen und beteiligt haben. Besonders möchte ich mich aber auch bedanken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Nationalparkzentrums, die durch jahrzehntelange wichtige Bildungsarbeit den Wert, den die Natur für uns Menschen hat, vermittelt haben und es weiter vermitteln werden. Herzlichen Dank. Und wenn wir die Erweiterung dann geschafft haben, kann man sagen, aus einem langen Kampf um den Nationalpark wird damit eine Erfolgsgeschichte für Mensch und Natur. Wir brauchen diesen wertvollen, geschützten Ort für die Natur und damit für uns und die nachfolgenden Generationen. Ich freue mich, wenn wir nächstes Jahr alle zusammen die Erweiterung unseres Nationalparks feiern können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Feldmeier. Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Hofmann zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Nationalpark Kellerwald-Edersee ist nicht nur der größte Naturwald Hessens mit einem hohen Anteil alter Bäume. Wir haben es eben von der Kollegin Feldmeier schon gehört. Ein wunderschöner
wertvoller Naturraum, der viele Funktionen hat und erfüllt. Ich möchte an Ihre Worte anknüpfen, weil es das richtige Wort ist, es ist ein echtes Juwel. Und egal, ob man im Nationalpark, ich als Südhessin durfte dort mal Urlaub machen, mitten durch den Wald wandert oder sogar von der Luft aus betrachtet, sieht der Nationalpark wie ein wunderschönes Buchenmeer aus. Und gerade die Bedeutung, Sie haben es angesprochen, des Rotbuchenwaldes, der in Westeuropa so einmalig ist und der Urwaldcharakter hat, hat dazu geführt, dass wir diesen bemerkenswerten Status des UNESCO-Weltnaturerbes haben und dass der Nationalpark entsprechend ausgezeichnet wurde. Er ist auch entsprechend IUCN-zertifiziert. Das ist auch eine bedeutende Auszeichnung. Und bei all dem Glück auch darüber, dass wir solch ein Juwel haben in Hessen, darf man an dieser Stelle nicht vergessen, dass es leider in Hessen ganz wenige Stellen gibt, wo wir diese Schönheit und Vollkommenheit der Natur überhaupt noch erfahren und genießen können, meine Damen und Herren. Zu der Schönheit und mit Einzigartigkeit des Waldes gehört auch natürlich, das ist schon angesprochen worden, die wichtige Biodiversität, dass wir dort auch noch viele Arten vorfinden, wie den Totholzkäfer oder zahlreiche Pilzarten, die man eben nur noch in diesen natürlichen Wäldern vorfindet. Und angesichts des Klimawandels und des Biodiversitätsverlustes, wir haben dieses Thema hier auch im Hessischen Landtag schon mehrfach erörtert und es wird uns auch weiter beschäftigen, ist der Erhalt und die Weiterentwicklung solcher Naturräume von besonderer Bedeutung, meine Damen und Herren. Vor 60 Jahren, daran möchte ich noch einmal erinnern, haben wir hier in Hessen die Naturparke ins Leben gerufen, und sie haben in der Tat vielfältigste Funktionen. Sie erhalten Kulturlandschaften. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Umweltbildung. Sie dienen der Naherholung, dem Tourismus und damit auch der Wertschöpfung vor Ort. Sie haben einen wichtigen wirtschaftlichen Faktor auch für die Region vor Ort. Insofern haben sie viele Funktionen, die von besonderer Bedeutung sind, meine Damen und Herren. Und es ist richtig, dass der Kellerwald-Edersee-Nationalpark nun um fast 2.000 Hektar erweitert werden soll. Und ich sage Ihnen an dieser Stelle auch ganz selbstbewusst, dass es Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gerade vor Ort waren, die hier Motor dieser Entwicklung sind. Und an dieser Stelle gebührt besonders den vielen Ehrenamtlichen, den vielen ehrenamtlich Aktiven vor Ort, die sich seit Jahren und Jahrzehnten für den Nationalpark einsetzen, unser besonderer Dank, meine Damen und Herren. Frau Feldmayer, Sie haben zu Recht auf die eindrucksvolle Geschichte des Nationalparks hingewiesen. Und es ist gut, dass so viele Bürgerinnen und Bürger jetzt positiv mit anpacken. Und deshalb ist es für uns auch natürlich selbstverständlich, dass im Dialog mit der Region, mit den Beteiligten, den Verbänden, den Bürgerinnen und Bürgern dieser Nationalpark jetzt weiterentwickelt wird, meine Damen und Herren. Aber ich muss an dieser Stelle bei all dem Überschwang, den Sie ausgestrahlt haben, Frau Feldmayer, auch Wasser in den Wein gießen. Es ist nämlich noch einiges zu tun, vor allen Dingen von Seiten der Landesregierung. Alle Nationalparke in Hessen sind finanziell besser durch das Land zu unterstützen und zu fördern. Das ist eine wichtige Forderung, meine Damen und Herren. Ich möchte das jetzt auch begründen. Den Hessens Nationalparks, den Naturparken, fehlt es an Personal und Geld. Eine entsprechende Forderung hat jüngst die Arbeitsgemeinschaft Hessische Naturparkträger mit einem Positionspapier erhoben. Und ich darf mit Genehmigung des Präsidenten aus diesem Positionspapier zitieren, meine Damen und Herren. Die Naturparke haben in Hessen einen sehr großen Stellenwert. Doch trotz ihrer Bedeutung für Natur und Mensch ist ihre Förderung nicht angemessen. In den täglichen Arbeitsabläufen versuchen Naturparke mit geringen finanziellen und personellen Mitteln ihren Auftrag für den Natur- und Landschaftsschutz zu erfüllen.
der in den letzten Jahren gestiegenen Anforderungen und Ansprüchen an die Naturparke zu genügen. Aber das ist nicht einfach und fällt den entsprechenden Handelnden zunehmend schwer. Die hessischen Naturparke stehen im deutschlandweiten Vergleich sogar im hinteren Drittel des Personalausstattungsrankings. Meine Damen und Herren, da hat diese Landesregierung noch viel zu erledigen. Und lassen Sie uns konkret auf die Zahlen des Nationalparks Kellerwald-Edersee schauen. Sie bekommen 40.000 € vom Land bei einem Haushalt von 1,5 Millionen €, meine Damen und Herren. Und diese Förderung ist vor 10 Jahren festgelegt worden, unabhängig von der Größe und den Aufgaben des Nationalparks. Deshalb sage ich Ihnen deutlich, es ist wichtig, dass wir den Nationalpark erweitern, dass wir auch den neuen Anforderungen gerecht werden. Das geht aber nur mit entsprechenden Haushaltsmitteln und der entsprechenden Unterstützung des Landes Hessen. Wir werden einen entsprechenden Haushaltsantrag als SPD-Landtagsfraktion einbringen. Und ich fordere Sie jetzt schon auf, diesen Haushaltsantrag zu unterstützen. Denn, Frau Feldmeier, es reicht nicht, darüber zu philosophieren und zu reden, wie schön unsere Nationalparke sind, sondern man muss sie entsprechend auch insbesondere finanziell unterstützen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr, Frau Hofmann. Für die Fraktion Die Linke hat sich Herr Felstehausen zu Wort gemeldet. Hochverehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste! Die Entscheidung, den Nationalpark Kellerwald-Edersee auszuweiten, ist gut. Das ist anzuerkennen, und hinter diesem Satz folgt auch kein Aber. Wir, ja, das kann man doch auch so mal sagen. Dankeschön. Wir als LINKE haben uns gefreut, als 2017 in Krakau die Entscheidung fiel, den Nationalpark als Teil des transnationalen Weltkulturerbes anzuerkennen und damit auch seine Bedeutung besonders herauszustellen. Die jetzt geplante Erweiterung auf 7.700 Hektar stärkt den Nationalpark in seinen Beiträgen zur Biodiversität und zum Artenschutz, und er leistet vor allen Dingen auch einen wichtigen Beitrag zum Tourismus. Auch zum Weg zur Erweiterung hat das Ministerium mit den Gesprächsformaten mit den unterschiedlichen Akteuren in der Region vieles richtig gemacht. Ja, danke. Denn so entsteht nämlich Akzeptanz für ein wirklich wichtiges Projekt. Ja, das kann man, glaube ich, auch tatsächlich mal an der Stelle sagen. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Erweiterung gemeinsam feiern können und wir dieses auch mit den nachfolgenden Generationen noch lange feiern können und etwas von diesem Nationalpark haben. Nur leider an dieser Stelle bei der Frage, wie geht es eigentlich weiter, da habe ich meine Zweifel. Denn in Ihrem Antrag verlieren Sie kein Wort darüber, dass genau dieser Buchenwald die kommenden 30 Jahre mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht überleben wird, meine Damen und Herren. Bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts vor wenigen Wochen stellte die hessische Umweltministerin fest, dass der Klimawandel in Hessen angekommen sei und erstmal vermehrt auch Buchen abgestorben sind. Richtig, die heimische Rotbuche kann nämlich längere Trockenperioden mit hohen Temperaturen nicht gut ertragen. Buchenbestände sind einem solchen Klima, wie sich auch im mediterranen Raum zeigt, die sind in diesem Klima nicht überlebensfähig. Wenn wir jetzt 30 Jahre weiterdenken, und das ist für so eine Buche eine relativ kurze Zeitspanne, dann wird sich bei dem aktuellen Klimatrend im Kellerwald kein Buchenwald mehr neu bilden können und kein Buchenwald mehr halten können. Ein anderer Waldtyp wird sich herausbilden, in dem die Rotbuchen dann nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Wie der Monitoringbericht des Umweltbundesamtes 2019 festhält, hat der Anteil der Buche in den Naturwaldreservaten zwischen 2014 und 2018 erheblich abgenommen. Und in dieser Betrachtung ist der heiße Sommer 2019, meine Damen und Herren, noch nicht einmal berücksichtigt gewesen. Und diese Phänomene sind eben nicht nur in der Literatur zu erkennen. Wegen des Buchensterbens mussten am Edersee Rad- und Spazierwege in diesem Sommer schon dauerhaft gesperrt werden. Das ist natürlich dann tatsächlich Wasser in den Wein, und das schränkt unsere Freude dort erheblich ein. Und von dieser Bedrohung des Nationalparks und seinen drastischen Folgen lesen wir in Ihrem Antrag allerdings gar nichts.
um nicht falsch verstanden zu werden. Man kann, ja, man muss den Nationalpark ausweiten. Aber das geht nicht ohne die aktuellen Sommer, ohne die aktuellen Entwicklungen, die langen, trockenen Sommer, das Buchensterben, die erhöhte Waldbrandgefahr zu berücksichtigen. Kein Wort, wie sich der Tourismus in einem sterbenden Buchenwald eigentlich entwickeln soll. Dazu haben wir von Ihnen nichts gehört. Und in diesem Antrag von Ihnen wird suggeriert, dass mit der Erweiterung des Nationalparks Klimawandel, Biodiversitätsverlust und Buchensterben bekämpft werden kann. Aber da vertauschen Sie Ursache und Wirkung. Der Buche ist es vollkommen egal, ob sie ein Schild bekommt, auf dem Naturpark steht. Was sie bedroht, ja, Nationalpark. Was sie bedroht, ist der viel zu hohe Ausstoß von Treibhausgasen. Und dieser Trend ist bekanntlicherweise nicht gebrochen. Weltweit nicht, nicht in Europa, nicht in Deutschland und eben auch nicht in Hessen. Auf Rang 23 von 57 Ländern steht Deutschland auf dem gestern veröffentlichten Klimaschutzindex. Und heute wird berichtet, Sie haben es wahrscheinlich alle gelesen, dass die SUV-Zulassungen in Deutschland eine neue Rekordhöhe haben. Um gerade einmal 14,9% sind die CO2-Emissionen in Hessen gegenüber 1990 zurückgegangen. So schreibt es das Umweltministerium für das Bilanzjahr 2017. Von 2016 bis 2017 betrug die Abnahme der CO2-Emissionen gerade einmal 1,5%. Mehr als das Doppelte, und das wissen wir, mehr als das Doppelte wäre nötig, um die Klimaschutzziele von Paris einzuhalten. Und dabei sind die Kohleimporte nach Hessen noch nicht einmal berücksichtigt worden. Ich behaupte nicht, dass mit mehr Klimaschutz in Hessen der globale Klimawandel vollständig aufgehalten werden könnte. Für 2% des weltweiten Treibhausausstoßes in Deutschland sind wir verantwortlich. Aber diese Verantwortung, meine Damen und Herren, diese Verantwortung verschwindet nicht, wenn man sie in kleine Teile zerlegt und sagt, na ja, dann können wir doch nichts tun. Die Hessische Landesregierung übernimmt die Verantwortung auch für diesen kleinen Teil eben nicht ausreichend. Herr Felstehaus, einen Augenblick mal eben. Es ist sehr unruhig im Raum. Ich bitte doch, etwas konzentrierter dem Redner zu lauschen. Vielen Dank, Herr Präsident. Und ein Problem ist, dass wir in Hessen eben nicht genau wissen, wo wir beim Klimaschutz stehen. Wir als LINKE haben mehrfach im Umweltausschuss nachgefragt, um etwas über die Wirksamkeit des hessischen Klimaschutzplans zu erfahren. Die hessische Umweltministerin kann oder sie will nicht sagen, wie viele Tonnen CO2 durch den integrierten Klimaschutzplan 2025 bisher eingespart wurden. Aber es kann doch nicht sein, dass fast 3 Jahre nach Inkrafttreten dieses Klimaschutzplans keine Informationen darüber vorliegen, wie viele Tonnen CO2 jeder der 140 Klimaschutzmaßnahmen einspart, ob die Maßnahme wirkt oder ob wir gegebenenfalls beraten müssen, an welchen Stellen wir nachbessern müssen. Mit der Überprüfung des integrierten Klimaschutzplans will uns die hessische Umweltministerin auf das Jahr 2023 vertrösten. Frau Ministerin, Sie müssen liefern, und das spätestens Ende 2020. Denn 2018 haben die EU-Mitgliedstaaten sich darauf verständigt, im kommenden Jahr zu überprüfen, wo wir beim Klimaschutz gemeinsam stehen. Und das ist nächstes Jahr, nicht erst 2023. Was wollen Sie denn der Bundesregierung mitteilen? Das Gleiche, was wir in meinem Ausschuss zu hören bekommen. Wir sind auf einem guten Weg, und Hessen wird seinen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele des Pariser Abkommens leisten. Sie wissen, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Der hessische Klimaschutzplan wurde nicht für das 1,5-Grad-Ziel, sondern für das 2-Grad-Ziel ausgelegt, und selbst dafür reichen die Maßnahmen nicht. Sie können nicht immer behaupten, die hessische Landesregierung ist toll beim Klimaschutz. Sie müssen es jetzt endlich belegen. In der kursorischen Lesung waren Sie noch nicht einmal in der Lage, dazu zu sagen, wie viel Geld für den Klimaschutz insgesamt im nächsten Haushalt eingestellt wird. Aber, meine Damen und Herren, die harte Währung des Klimaschutzes ist nicht die Anzahl der angekündigten oder die Anzahl der begonnenen Maßnahmen. Die harte Währung des Klimaschutzes sind die eingesparten Tonnen CO2. Und diese Zahlen müssen jetzt endlich auf den Tisch. Mit diesem Unwissen zur Wirksamkeit der Klimaschutzmaßnahmen torpediert die Landesregierung ihr Ziel, mit der Erweiterung des Nationalparks Kellerwald-Edersee auch noch einen größeren Bestand alter Buchenbestände zu schützen. Ich frage mich,
warum dann überhaupt dieser Antrag? In Madrid, und ich glaube, insbesondere liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, in Madrid läuft derzeit die 25. Weltklimakonferenz. Und die Grünen im Hessischen Landtag machen einen Antrag zum Kellerwald zum Setzpunkt. Ich frage mich, was läuft da eigentlich falsch? Wenn überhaupt eine Debatte zum Ende des Jahres 2019, ein Jahr, in dem es so viele Schäden durch Klimawandel sichtbar geworden sind wie nie zuvor, dann sollten wir sie doch zum Klimaschutz führen. Meine Antwort ist, Sie drücken sich. Sie wollen keinen Aufmerksamkeitsfokus auf den Klimaschutz in Hessen legen, weil Sie wissen, dass Hessen eben keinen ausreichenden Beitrag zum Klimaschutz leistet, weil das Ergebnis mit steigenden Emissionen im Straßenverkehr und höherem Stromverbrauch bei stagnierender Energiewende katastrophal ausfällt. Zugegeben, das Thema Digitalisierung gestern war nicht die bessere Wahl für eine Regierungserklärung. Aber mein Tipp, mehr Transparenz, machen Sie Anträge und Regierungserklärungen, wenn Sie etwas zu sagen haben und nicht, wenn Sie versuchen, etwas zu verbergen. Vielen Dank. Danke, Herr Felstehausen. Von den Freien Demokraten hat sich Frau Knell zu Wort gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann ja nachvollziehen, dass man nach Wilke, der Bauerndemo und dem Dieselurteil nun mal wieder einen Jubelantrag für die Ministerin stellen wollte. Aber so insgesamt muss man sagen, dass dieser Setzpunkt und der dazugehörige Antrag schon sehr viel weiße Salbe sind. Aber viele positive Meldungen kommen natürlich derzeit nicht aus dem Umweltministerium. Von daher kann ich das natürlich verstehen, dass man da mal gute Stimmung machen will. Und ich werde deswegen auch den Jubelteil dieses Antrags einfach mal ignorieren. Natürlich ist der Nationalpark Kellerwald-Edersee zwischenzeitlich ein Erfolgsmodell. Er ist neben dem Edersee der touristische Dreh- und Angelpunkt der Region. Die Vermittlung von Naturerlebnis und Lebensraum ist eine wichtige Aufgabe, die dort geleistet wird. Nach den internationalen Kriterien betrachtet ist der Nationalpark Kellerwald-Edersee zwar ein relativ kleiner Nationalpark, nichtsdestotrotz ist er sehr wertvoll und auch einzigartig über die Region hinaus. Insgesamt halten wir fest, dass wir die Vorgehensweise bei der Erweiterung des Nationalparks Kellerwald-Edersee als wenig konfliktbeladen sehen. Das ist ja auch vor Ort nicht wirklich groß diskutiert worden. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Erweiterungsflächen zum Großteil ohnehin auch nicht zu bewirtschaften sind. Wir als Freie Demokraten sehen ja in der Regel die Stilllegung von wertvollen Waldbeständen eher kritisch. In diesem Fall handelt es sich aber vor allem um Wald, der ohnehin aufgrund eben der Topografie keiner Bewirtschaftung unterzogen wird. Da wir zu diesem Thema bislang auch im Ausschuss wenig Informationen bekommen haben, haben wir aber noch ein paar offene Fragen, die sich auf die Flächen beziehen, insbesondere ob nun die in den Nationalpark eingebrachten Flächen dann auch zu den 10% stillgelegten Flächen zählen oder nicht. Gehören auch kommunale Wälder dazu? Werden die auch eingebracht? Weil in diesem Fall könnte es ja eventuell Probleme und weitere Tauschgeschäfte mit den Kommunen geben. Und das hat ja auch schon bei der Einrichtung des Nationalparks viele Jahre gedauert, bis man sich dann mit den Kommunen entsprechend geeinigt hat. Also, ich gehe davon aus, dass wir im Rahmen der Ausschussberatung oder vielleicht schon in dieser Debatte dazu ergänzende Informationen erhalten. Ja, und dann kommt es natürlich zur Hauptkritik. Im letzten Punkt Ihres Antrags konnten Sie es dann ja leider doch nicht lassen und mussten wieder die FSC-Zertifizierung lobend erwähnen, obwohl es da keinerlei Zusammenhang zwischen diesem Zertifikat und der Einrichtung oder der Erweiterung eines Nationalparks gibt. Ist dafür überhaupt nicht nötig. Das ist auch der Grund, warum Sie natürlich nicht mit unserer Zustimmung rechnen können, weil die FSC-Zertifizierung die maßgeblich negative Auswirkungen auf den Landesbetrieb Hessenforst hat und jede Menge Geld kostet, ohne überhaupt irgendeinen Mehrwert zu bringen. Und gerade in Zeiten, in denen der Wald in diesem dramatischen Zustand ist, wie es aktuell der Fall ist, sollten wir alle Kraft in die Wiederaufforstung stecken. Da sehen wir bislang ja kein ausreichendes Engagement dieser Landesregierung.
Dieser Jubelantrag hier wäre auch viel glaubwürdiger, wenn Sie nicht nur den Nationalpark Kellerwald-Edersee erwähnt hätten, sondern dem Parlament auch einmal darlegen würden, wie Sie mit dem geplanten Biosphärenreservat hier im Taunus weiter vorgehen wollen. Weil hier gibt es ja erheblichen Widerstand. Gilt denn hier auch die Zusage noch, dass man das Projekt nicht gegen den Widerstand der Bevölkerung durchdrücken wird? Aber für diese kritischen Themen gibt es wohl in diesem Jubelantrag keinen Platz. Deswegen werden wir uns auch enthalten. Danke, Frau Knell. Von der AfD-Fraktion hat sich Frau Papst-Dippel zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Nationalpark Kellerwald-Edersee ist, und das muss ich als Waldeck-Frankenbergerin natürlich sagen, eine Reise wert. Ich meine, wer den Urwaldsteig oder den Knorreichensteig noch nicht kennt, der hat wirklich etwas verpasst. Geführte Wanderungen, bitte natürlich mit festem Schuhwerk, bieten wunderbare Einblicke. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe die Diskussion über die Erweiterung des Nationalparks in meinem Landkreis verfolgt, schon damals den gesamten Bereich des Nationalparks, und kann die ein oder andere kritische Anmerkung zu Beginn des Verfahrens aus den betroffenen Gemeinden, aber auch aus dem Bereich der Waldwirtschaft und zuletzt der Laubholzsägewerker sehr gut nachvollziehen. Letztere haben aktuell mit den Folgen des Pilzbefalls der Buchen zu kämpfen, der viele der betroffenen Bäume für eine Verwertung unbrauchbar macht. Danke. Zurzeit ist es wohl kaum abschätzbar, wie sich diese Schadsituation weiterentwickeln wird. Witterung lässt sich nicht genau voraussagen. Klar ist, dass im Bereich der Edersee-Randstraße ein hohes Verkehrssicherheitsrisiko abgearbeitet werden muss, was im Bereich von FFH-Gebieten besonders umsichtig erfolgen muss und natürlich zu den Straßensperrungen geführt hat. Eine Expertenkommission wird die Situation wohl noch lange immer wieder neu begutachten müssen. Man sollte sich aber auch an dieser Stelle vielleicht einmal vorstellen, dass in einem Nationalpark Buchenbestände auch flächig in der Fläche betroffen sein könnten. Dann hätte man dort keine Eingriffsmöglichkeiten und sollte eine Fläche eben kahl werden, ist eine Aufforstung nicht möglich. Das Landschaftsbild wäre auf eine natürliche, langdauernde Entwicklung angewiesen. Das wollen wir natürlich nicht hoffen, dass die schönen Buchenbestände, die wirklich schönen Buchenbestände, erkranken. Und auf Dauer würden sich aber dort wieder die Lücken schließen, weil das eben die Natur so macht. Die Erweiterungsflächen des Nationalparks enthalten enorm wichtige, sogenannte Urwaldrelikte mit eichenen Lebensraumtypen und dem dort heimischen veilchenblauen Wurzelhalsschnellkäfer. Das ist ein schöner Name für ein so kleines Wesen, habe ich mir gedacht. Dieser Käfer hat dort auf den vermutlich niemals bewirtschafteten Steilhängen des Edersees ein sehr großes Vorkommen und ist deswegen von europaweiter, vielleicht weltweiter Bedeutung. Und nach EU-Recht und FFH-Richtlinie sind die genannten Lebensraumtypen mit den auf sie angewiesenen Käfertypen zu erhalten. Für die Forschung ist dies ein äußerst interessantes Gebiet, und Touristen und Naturliebhaber sind beeindruckt von einem kleinen Urwald. An dieser Stelle taucht allerdings auch die Frage auf, ob mittelfristig diese seltenen Lebensraumtypen zumindest auf dem Plateau, nicht an den Steilhängen, von der Buche überwuchert werden und damit gefährdet wären. Und da sich sozusagen über das FFH-Gebiet noch räumlich der Nationalpark legt, sind Eingriffe in das Geschehen nicht möglich. Aber das sind natürlich Detailfragen für Fachleute. Grundsätzlich ist der Nationalpark von herausragender Bedeutung für die Edersee-Region. Und eine Ausweitung auf der Nordseite wird sicherlich die Übernachtungszahlen der Ferienregion noch steigern können. Natur- und Umweltschutz sind wichtig und richtig. Allerdings wird sich durch die Erweiterung des Nationalparks keine große Verbesserung im Naturschutz einstellen.
Die Flächen sind bereits ausreichend geschützt. Dennoch werden wir trotz einiger Kritikpunkte, Frau Knell hat gerade auch die FSC-Zertifizierung genannt, trotz dieser Kritikpunkte werden wir dem Antrag zustimmen. Für die Tourismusregion rund um den Edersee ist der Nationalpark ein voller Erfolg. Danke sehr. Danke, Frau Papst-Dippel. Für die CDU-Fraktion hat sich Frau Ravensburg gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Kollegin Martina Feldmayer hat schon viel zu der Güte unseres wunderschönen Nationalparks Kellerwald-Edersee gesprochen. Und Frau Hofmann hat mich so ein wenig angeregt, mal über die Rolle der SPD zum Nationalpark hier zu beginnen. Denn um das, was jetzt passiert, zu verstehen, muss man mal in die Historie gehen. Wie ist denn der Nationalpark überhaupt entstanden? Er ist jetzt 16 Jahre alt, aber die Diskussion hat weitaus früher begonnen, nämlich schon in den 90er Jahren. Dort sollte in Hessen ein Nationalpark gegründet werden. Zuerst war das Rothaargebirge in der Debatte. Als das nicht geklappt hat, kam der Vorschlag, den Kellerwald unter Schutz zu stellen. Eine Region so groß wie der jetzige oder fast so groß wie der jetzige Naturpark, mit vielen Dörfern integriert, Gewerbebetrieben, Straßen, Ackerflächen, landwirtschaftlichen Betrieben, Privatwäldern, Jagdreviere, alles das war im Spiel. Und deshalb, damals war der Forstminister Herr Bökel, wollte diesen Nationalpark mit der Brechstange durchsetzen. Und das hat die Region sehr aufgebracht. So war es. Und es gab dadurch polarisierende Gruppen von Befürwortern im Verein pro Nationalpark. Dann gab es die Gegner, die haben sich gesammelt im Verein gegen den Nationalpark. Und es gab heftigste Zerwürfnisse in der Region. Große Ängste und Misstrauen in der betroffenen Bevölkerung durch mangelnde Informationen aus Wiesbaden, was auf die Region nun zukommt, ob sich Handwerksbetriebe noch erweitern können, welche Einschränkungen die Landwirtschaft erfährt und ob weitere Baugebiete noch ausgewiesen werden können. Die haben den Weg zum Nationalpark, und da stimmen wir überein, sehr steinig gemacht. Frau Ravensburg, lassen Sie eine Zwischenfrage. Nein, danke. Ich möchte gerne meine Rede weiterführen. Erst die klare Linie der CDU-Landesregierung von Roland Koch, das will ich hier einmal erwähnen, er führte nämlich zum Erfolg. Damals wurde auf dieser diskutierten Fläche ein Naturpark gegründet, und er bekam ein Strukturförderprogramm von 10 Millionen D-Mark. Und dann gab es zwei ganz entscheidende Zusagen, die die Grundlage für den jetzigen Nationalpark gelegt haben, nämlich ein Nationalpark soll kommen, aber nur im Einvernehmen mit der Region, und dieser Nationalpark wird begrenzt auf den Staatswald südlich des Edersees. Nicht gegen den Willen der Bevölkerung, das war das Erfolgsgeheimnis. Und erst dann wurde in der Region die Diskussion sachlicher, und es wurde abgewogen zwischen den Vorteilen, den Chancen für den Tourismus, für den Naturschutz und den Nachteilen durch die Einstellung des Holzeinschlags und der befürchtete Verlust an Arbeitsplätzen, der tatsächlich nicht eingetreten ist. Am Ende wurde von der Mehrheit die Chancen als größer eingeschätzt als die Nachteile. Und so haben sich dann fast alle Gemeinden und schließlich auch der Kreistag, da war ich dabei, in Waldeck-Frankenberg für den Nationalpark mehrheitlich ausgesprochen. Und dann hat die CDU-Landesregierung im Jahr 2003 die Gründung des Nationalparks Kellerwald-Edersee auf den Weg gebracht. Inzwischen, das haben die Kollegen gesagt, ist der Nationalpark ein Erfolgsmodell für die Region geworden. Schülergruppen, Senioren, Touristen, Menschen mit Behinderung, Wandervereine, Familien. Für alle Interessierten gibt es spezielle Angebote, und man kann dort Natur wirklich spüren und selbst kennenlernen. Auch der wachsende Wandertourismus ist jetzt zu einer wichtigen Ergänzung des Edersee-Tourismus in der Region geworden. Der Nationalpark Kellerwald-Edersee und
der Naturpark drumherum. Frau Hoffmann, es hat mich sehr enttäuscht, dass Sie den Unterschied zwischen Nationalpark und Naturpark offenbar nicht kennen und einen Großteil Ihrer Rede über den Naturpark gehalten haben. Hier geht es um den Nationalpark. Und der Naturpark drumherum ergänzt ihn, ebenso wie der Geopark Grenzwelten. Und dazu kommt der Edersee. Alles dies bildet eine einzigartige Vielfalt an Möglichkeiten für den naturnahen Tourismus bei uns in der Region. Diese positiven Auswirkungen sind in der Region angekommen. Inzwischen tragen die Nationalparkkommunen Frankenau, Vöhl, Edertal mit Stolz das Prädikat Nationalpark, Gemeinde oder Nationalparkstadt. Ja, den gibt es auch noch. Und nach der Erweiterung wird sicherlich auch die Stadt Waldeck diesen Prädikat Nationalparkstadt tragen. Über die Notwendigkeit zum Schutz der einzigartigen Natur an den Edersee Nordhängen, um die es heute besonders geht, z.B. an der Kahlen Hart, gab es nie Zweifel. Große Teile der Nordhänge sind bereits Naturschutzgebiete, sie sind FFH-Gebiete, sie sind geschützt. Doch nach Abschluss des Naturschutzgroßprojektes wurde jetzt in der Region neu diskutiert, wie die Verpflichtung zur nachhaltigen Sicherung der Flächen an den kompletten Nordhängen umgesetzt werden könnte. Es wurde diskutiert, reicht das FFH-Gebiet? Sollen die ohnehin vorhandenen Naturschutzgebiete ausgeweitet werden? Oder nehmen wir etwa die neu ermöglichte Schutzkategorie Naturmonument? Wir glauben, dass Naturschutz aus einer Hand die beste Möglichkeit ist und haben in unserem Koalitionsvertrag die Erweiterung des Nationalparks um die Edersee-Nordhänge vereinbart, immer im Einvernehmen mit der Region. Ausdrücklich loben will ich deshalb das umfangreiche Dialogverfahren, das in diesem Jahr auf Initiative unserer Umweltministerin Priska Hinz in der Region durchgeführt worden ist. Nicht gegen die Region, sondern im Einvernehmen und in Diskussion mit den Gemeinden, mit den Städten und auch mit den Interessenverbänden ist die Nationalparkverordnung erarbeitet worden im Entwurf. Von Anfang an wurden alle einbezogen. Es gab öffentliche Veranstaltungen. Jeder konnte sich informieren und Fragen stellen. Ich finde, das war absolut vorbildlich. Und auch knifflige Themen wurden bereits im Vorfeld geklärt, wie z.B. die Zukunft der Jagdpachten, das Betretungsrecht, die touristische Nutzung und auch die Bejagung. Und ja, es sind auch Wälder, die nicht im Staatswaldeigentum sind, sondern es geht um das Domanium in Waldeck-Frankenberg und auch den Stadtwald der Stadt Waldeck. Alles dies ist im Einvernehmen bereits geklärt. Und auch ein wichtiges Infrastrukturprojekt für den Tourismus in der Region, nämlich der Bau einer neuen Seilbahn, wurde im Entwurf der Nationalparkverordnung verankert. So lässt sich feststellen, es gibt in der Region zwar Fragen und Wünsche der Betroffenen, aber es gibt keine Entwicklung, dass dieser Nationalpark abgelehnt werden soll. Und das war meiner Fraktion bei der Umsetzung sehr wichtig. Der Edersee selbst bleibt von der Nationalparkverordnung unberührt. Tourismus kann uneingeschränkt von Kilometer 1 bis 27 am Edersee weiter ausgeführt werden. Und das freut uns auch für den Tourismus. Wir setzen denn genau das um, was wir auch im Koalitionsvertrag vereinbart und versprochen haben. Nationalpark und Edersee stehen nicht gegeneinander, sondern sie ergänzen sich in zwei ganz besonderen Ausprägungen des naturnahen Tourismus im eigenen Land. Und davon kann sich jeder von Ihnen überzeugen, der zur Eröffnung der Nationalparkerweiterung kommen wird und von dem schon viel gerühmten, und zwar zu Recht gerühmten Qualitätswanderweg Urwaldsteig wunderbare Ausblicke über See und Wald genießt. Der Deutsche Wandertag in Bad Wildungen vom 1. bis 6. Juli kommenden Jahres bietet dazu auch beste Gelegenheit. Aber, und das will ich auch hier nicht verschweigen, ein kleiner Wermutsklopfen, und ich hoffe auch, er bleibt klein, der bleibt. Die Auswirkungen der letzten heißen Sommer mit extremer Trockenheit sind besonders eben an diesen zu schützenden Steilhängen zu bemerken.
Viele Bäume sind abgestorben, und das wurde eben diskutiert. Die Pilze machen auch vor den Rotbuchen an den Steilhängen nicht Halt. Und so werden wir die im Naturwald gewünschte natürliche Erneuerung des Waldes schneller erleben, als uns das eigentlich lieb war. Aber ich finde, auch darauf dürfen wir gespannt sein. Und Herr Felstehausen, ich fand es auch schon traurig, dass Sie nicht allzu viel zum Nationalpark zu sagen hatten, sondern auf Ihre Diskussion auf die Klimaschutzzertifikate bezogen haben. Der Nationalpark Kellerwald-Edersee ist so einzigartig in Hessen, in Deutschland, dass er verdient hätte, auch von Ihnen anständig gewürdigt zu werden. Danke. Danke, Frau Ravensburg. Für die Landesregierung spricht nun Staatsministerin Hinz. Meine Damen und Herren Abgeordnete, der Nationalpark Kellerwald-Edersee ist von so herausragender Bedeutung für die Biodiversität in Hessen, dass er wirklich vor allen Dingen die Erweiterung jetzt einen eigenen Tagesordnungspunkt in dieser Landtagssitzung verdient. Und ich finde, so ein Abgesang, wie er gerade stattgefunden hat, gerade angesichts der Tatsache, dass Biodiversitätsverlust die zweite größte Bedrohung neben der Klimakrise für das Überleben der Menschheit ist, für einen ziemlich bedauerlichen Debattenbeitrag, wenn ich dieses Wort mal so nehmen sollte. Ich freue mich jedenfalls, dass wir eine ganz wichtige Etappe bereits zurückgelegt haben bislang. Und das ist der Verdienst und eine Gesamtleistung vieler Menschen in der Region und hat auch eine längere Vorgeschichte. Das haben hier schon die beiden Abgeordneten von CDU und Grünen erwähnt. Vor 16 Jahren wurde der Nationalpark gegründet, und vorab gab es heftige Diskussionen und Streit um die Frage, wollen wir einen Nationalpark in Hessen, ja oder nein, an dieser Stelle und wie groß. Und die Diskussionen waren mit Einrichtung des Nationalparks noch nicht vollständig am Ende. Auch dann gab es immer noch viel Ängste, was das eigentlich für die Region bedeutet. Und deswegen gab es damals das Versprechen der damaligen Landesregierung, es wird nichts weiter dort geschehen mit dem Nationalpark, auch in Richtung Erweiterung, gegen den Willen der Region, sondern immer nur im Einklang mit der Region. Und die Landesregierung hat dieses Versprechen auch genau so eingehalten. Inzwischen ist klar, dass die gesamte Region vom Nationalpark profitiert. Er ist nicht nur ein Naturschutzjuwel, sondern er ist auch wirklich ein Magnet für den Tourismus. Nicht nur die Menschen in der näheren Umgebung gehen gerne in ihren Nationalpark und erholen sich dort und schauen, wie sich der Nationalpark entwickelt, sondern viele Menschen aus Hessen verbringen dort einen Tag, ein Wochenende, eine Woche dort und darüber hinaus Menschen, Tausende von Besucherinnen und Besuchern aus Deutschland und über Deutschland hinaus. Das bringt Wertschöpfung in die Region. Drei Nationalparkinformationszentren sind mittlerweile entstanden, die in den drei Nationalparkgemeinden Vöhl, Edertal und Frankenau Anziehungspunkte für Touristen und Tore in den Nationalpark bilden. Und wer hätte vor 16 Jahren gedacht, dass drei Gemeinden unbedingt Nationalparkgemeinde heißen wollen? Und ich bedanke mich bei meinem Kollegen Peter Beuth, dass er das, der ist leider jetzt gar nicht da, aber ich erzähle es ihm nachher noch einmal. Ich bedanke mich bei ihm, dass er das auch möglich gemacht hat, dass die Gemeinden so heißen, weil das auch wirklich einen Werbeeffekt hat. Und das zeigt wirklich, der Nationalpark ist in der Region angekommen.
mit dem Fahrziel Natur, der Reaktivierung der Bahnstrecke Frankenberg-Korbach und der Entwicklung von MeineCardMobil wurden Mobilität und öffentlicher Nahverkehr entscheidend weiterentwickelt, sodass auch im wahrsten Sinne des Wortes sanfter Tourismus dort entstehen kann. Meine Damen und Herren, der Rotbuchenwald im Nationalpark ist aufgrund seiner Größe und Naturnähe einzigartig. Als ein Teilgebiet des UNESCO-Weltnaturerbe ausgezeichnet. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Und auch deshalb kann ein umfangreiches Bildungs- und Veranstaltungsprogramm sowie ein Netz an 20 gut ausgeschilderten Rundwanderwegen jedes Jahr tausende Besucherinnen und Besucher in den Nationalpark locken. Und auch die Forschung ist höchst interessiert an den Entwicklungen des Nationalparks. Und ja, es ist richtig, wir wissen nicht, wie schnell Buchenbestände jetzt vielleicht absterben, zu Totholz, Altholz werden und wie sich der neue Nationalpark entwickeln wird. Es kann schneller gehen aufgrund der Klimakrise. Es kann sein, dass es sich doch noch weiter hinauszögert. Aber auch das ist Wesen von Biodiversität, von Nationalparken, die sich selber überlassen werden in ihren Kerngebieten, dass sie sich entwickeln, so wie sich eben die Natur entwickelt. Und auch das gibt Möglichkeiten für weitere Forschung, und wir werden die Erkenntnisse dann auch weiter umsetzen bei der Frage, wie wir mit Natur und Biodiversität umgehen werden. Meine Damen und Herren, in den letzten Jahren hat insbesondere das Naturschutzgroßprojekt der Kellerwaldregion neue Impulse für den Schutz und die Entwicklung der Flächen nördlich und um den Edersee einen Schub für die große naturschutzfachliche Entwicklung gegeben. Und aus dem Projekt hat sich ergeben, dass mindestens 4 Kerngebiete, zu denen auch die Edersee-Steilhänge gehören, überwiegend unter besonderen Schutz zu stellen sind. Und dann war eben die Frage, in welcher Kategorie macht man das? Und ich finde es richtig, und wir haben das sehr unterstützt, dass man die Entscheidung fällt, auch in der Region die Kategorie Nationalpark zu wählen. Denn das ist vertraut in der Region als Begriff. Es hat einen Wert. Es ist Naturschutz aus einer Hand, und der Name Nationalpark Kellerwald-Edersee ist damit auch weiterhin über die Region hinaus bekannt. Und ich glaube, dieser Begriff steht für sich, und deswegen ist es gut, dass die beteiligten Kommunen und viele Verbände und Vereine sich zusammengefunden haben und gesagt haben, wir wollen, dass der Nationalpark Kellerwald-Edersee erweitert wird. Wir haben diese Initiative aufgegriffen, und im Frühjahr bereits konnte ich mit den 3 Bürgermeistern aus den beteiligten Kommunen und dem Landrat des Landkreises Waldeck-Frankenberg schon eine Absichtserklärung unterzeichnen für die Erweiterung des Nationalparks. Und in den vergangenen Wochen und Monaten ist es uns dann gelungen, wirklich partnerschaftlich auf Augenhöhe einen Dialog zu führen in den Arbeitsgruppen, wo ganz unterschiedliche Menschen beteiligt waren mit unterschiedlichen Betroffenheiten. Und die Quintessenz war, und das finde ich besonders bemerkenswert, dass wir eine Nationalparkverordnung dann entwickeln konnten, die einstimmig im Nationalparkbeirat beschlossen wurde, einstimmig über alle beteiligten Kommunen, den Landkreis, der Landwirtschaft,
weiteren beteiligten Verbänden vor Ort, dem Tourismus. Alle waren einverstanden. Und das ist ein Wert, das ist ein Pfund, mit dem wir jetzt wuchern können und vor allen Dingen mit dem die Region auch wuchern kann, weil sie sich gemeinsam weiterentwickeln kann mit ihrem Nationalpark. Und ich finde, das ist wirklich eine ganz tolle Sache, über die wir uns freuen können. Meine Damen und Herren, der Nationalpark bewahrt mit bereits 7.250 erfassten Arten an Tieren, Pflanzen und Pilzen einen Naturschatz erster Güte. Es wurde aufgrund wissenschaftlicher Expertisen wird damit gerechnet, dass es sogar 10.000 werden können, jetzt mit dem erweiterten Nationalpark. 1.950 Hektar werden dazukommen. Die Kommunen bringen ihre Flächen mit ein. Wir haben das bereits besprochen. Das wird ein Nationalpark wahrscheinlich mit einer Größenordnung von 7.688 Hektar. Ein wichtiger Beitrag für den Artenschutz, zur Wahrung der Biodiversität. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr gemeinsam über die Fraktionsgrenzen hinweg ganz erfreut die Erweiterung des Nationalparks dann auch vor Ort feiern werden. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Ministerin Hinz. Wir sind am Ende der Debatte angelangt. Nach meinen Informationen überweisen wir den Antrag. Ihr wollt abstimmen, dann machen wir das auch. Damit rufe ich den Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Hessens Nationalpark Kellerwald-Edersee zur Abstimmung auf. Wer dem Antrag zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind AfD, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich? Das ist FDP, SPD und DIE LINKE. Damit ist dieser Antrag angenommen. Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, freue ich mich, auf der Besuchertribüne ein ehemaliges Mitglied dieses Hauses begrüßen zu können. Herr Stephan, seien Sie uns willkommen.